Willkommen zurück, Leute, hier bei The Legend of Dragoon. Sollen wir die erste Herausforderung beginnen lassen? Jo. Ja, beim letzten Mal sollten wir uns von Savan aus 7 Prüfungen unterziehen. Jeder bekommt dabei seine eigene. Es sind nur Texte, aber trotz allem, es sind Herausforderungen. Scheint, sonst wären wir allein. Warum kämpfen wir nicht zum Einstieg? Hast du Angst, weil du oft verloren hast? Oder hält dich dein billiger Giganto-Stolz davon ab? Kongol und Rose verändert. Rose nicht sagen solche Sachen. Du nicht sein Rose. Dann stirb. Erzähl mir nicht, dass du dich mit dem Feind einlässt. Du Narr, was ist aus meinem Plan geworden? Aus der Vereinigung vom Endiness? Hast du den Führer gefunden, der mich ersetzen kann? Doge Schwert nehmen heißt, ihn zuschlagen lassen, aber ja. Kaiser Dol, Kongol haben neue Gefühle. Kongol gefunden, neue Freunde. Absicht von Kaiser Dol sein in Kongol. Kongo wird nicht meiden, Kaiser Dol. Wir haben den Mut eines Giganto gesehen. Wenn jemand die Fesseln der Vergangenheit abschüttet, kann echter Mut geboren werden. Das heißt also, habt ihr richtig gemacht. Ihr könnt zwischen jeder Prüfung neu speichern, um sicherzugehen, dass ihr alles richtig macht. Und euch das nicht alles angucken müsst. Ich mach's jetzt einfach mal so rein aus dem Gedächtnis heraus. Verstehe, ihr habt eine Herausforderung für mich. Bringen wir es hinter uns. Noch nicht so hastig, Nala. Miranda, du bist hastig, hast keine Geduld und bist eine hoffnungslose Nervensäge, Nala. Du hast wirklich keine Geduld, Nala. Ich habe eine Frage für die Nervensäge, Miranda, Nala. Warum bist du hier? Wie war das nochmal? Wahrscheinlich nur für Königin Theresa, ne? Für Königin Theresa. Ich habe die falsche Frage gestellt. Alle Antworten waren richtig, Nala. Stella hat verloren, Nala. Miranda hat gewonnen, Nala. Ich habe verloren und jetzt stirbt Schnaller, Nala. Wovon redest du? Ohne Schnaller kann dieser Ort nicht existieren. Ach, du wirst sterben, Miranda. Wo bin ich? Schnaller, antworte. Verstehst du immer noch nicht, Nala? Schnaller und Miranda sind tot, Nala. Erzähl mir nicht, ich wäre tot, ich lebe noch. Sieh doch, ich habe immer noch Hände und Füße. Sterben bedeutet verschwinden, Nala. Und jetzt verschwindet Miranda, Nala. Genau wie Schnaller, Nala. Was für ein Trick ist das? Was hast du mit meinem Körper gemacht? Miranda hat genug getan, Nala. Deshalb verschwindest du mit Schnaller, Nala. Hast du Angst, Nala? Angst, Nala? Willst du weinen, Nala? Ich darf noch nicht sterben. Ich habe noch nichts erreicht. Ich darf nicht sterben, solange der Schrecken auf der Welt herrscht. Miranda ist wiederbelebt, Nala. Schnaller ist auch wiederbelebt, Nala. Ist klar. Schnaller ist gemein. Wer den Zeitpunkt seines eigenen Todes kennt, hat wahren Mut. Heißt, dass auch ich ihn habe? Wer weiß. Wahrer Mut ist es also, wenn ich weiß, dass ich in 3 Tagen sterbe? Das ist gut. Wahrscheinlich ist damit eher gemeint, wenn man abschätzen kann, wann man seine Pflicht erfüllt hat und wann nicht. Wenn schon, denn schon. Also eher das als was anderes. Eure Majestät Albert, ein Notfall. Minister Neusch, warum seid ihr hier? Herr Savan hat mich geholt, Serdius in Gefahr. Erzählt mir mehr. Ein mysteriöser Stamm aus dem Osten entsendet seine Armee gegen unsere Grenze. Sie nutzen in ihrer Feigheit eure Abwesenheit aus, mein König. Kehrt sofort in Indelsburg zurück. Euer Volk ersehnt eure Rückkehr, Majestät. Ist euch mal ein Muster aufgefallen? Aber ja, ich kann nicht. Warum? Wichtiger als mein Amt als König ist mein Amt als Dragoon. Minister Neusch, bitte kümmert euch um die Angelegenheit der Invasion durch den Stamm aus dem Osten. Tut alles, um Kämpfe zu vermeiden.
So ist es recht. Keine Angst, den Stamm aus dem Osten gibt es gar nicht. Also es sind keine schweren Fragen, um Gottes Willen, nein. Das ist unser König. Albert musste die Not der Welt gegen die seines Volkes abwägen. Doch es gehört zur Verantwortung eines Königs, grausame Entscheidungen treffen zu müssen. Ein guter Anführer muss die Folgen eines Todes abwägen können. Das erfordert den Mut eines Königs. Naja, es ist zumindest definitiv nicht leicht, wirklich zu sagen, okay, ich lasse dann lieber mein Volk sterben als die ganze Welt. Ist echt toll. Würde ich auch nicht machen wollen. Hier ist gar nichts. Wie langweilig. Bardell, was machst du denn hier? Ich bin aus der Unterwelt zurückgekehrt, um den Tod meiner Schwester zu rächen. Ernsthaft schon wieder. Du unterbrichst mich, Guaraha. Guaraha? Du hast es versprochen, Meru, dass du nach deiner Reise zurückkehren würdest, um die Sache mit seiner Schwester zu bereinigen. Deshalb kannst du hier nicht sterben. Gib dein Leben als Wiedergutmachung hin. Meine junge Schwester hat dich bewundert. Wie kannst du noch leben, wenn meine Schwester tot ist? Trotzdem kann ich nicht sterben. Wenn ich sterbe, kann ich gar nichts mehr tun. Auch nichts wiedergutmachen. Das war hart, nicht wahr? Ja, ja doch. Ist nicht angenehm unbedingt. Arme Meru. Der Tod macht nichts weder gut. Wiedergutmachungen gibt es nur im Leben. Und wir haben Merus Mut gesehen, als sie das erkannte und sich für das Leben entschied. Also ja, im Großen und Ganzen ist es immer die zweite Antwort. So wie es aussieht. Aber, ne? Muss man ja auch erstmal wissen. Manchmal könnte man sich ja tatsächlich was anderes denken. Die Vollendung der Zauberkunst beansprucht sowohl die Arbeit als auch das Herz dessen, der sie meistern will. Es ist wie mit der Ausbildung von Lehrlingen. Okay. Cool. Oh, mal was ganz anderes. Dass wir uns das schon wieder angucken. Okay. Haben wir uns das nochmal im Stillschweigen angesehen? Okay, gut. Prima. Was ist das? Ein Claire-Verlies Rogue. Das habe ich mit Spino durch den Spiegel beobachtet. Wenn du all deine Erinnerungen auslöschst und zu jedem Moment zurückkehren könntest, könntest du Claire aufhalten? Wahrscheinlich nicht. Vor allen Dingen, wenn man wieder auf denselben Punkt zurückkommt. Mit denselben Erinnerungen. Also alles, was danach ist, weil man das nicht mehr weiß. Dann nein, natürlich nicht. Ich konnte sie nicht aufhalten. Ich habe mein Bestes getan. Das stimmt. Aber nur so nebenbei, wenn die so magischen Spiegel haben, warum bittet er sie dann nicht? Ja, such mal nach Claire. Da weiß er wenigstens, ob sie tot ist oder nicht. Aber wobei, jetzt mittlerweile weiß er es ja eigentlich, ne? Ah, hat sich schon erledigt. Zu akzeptieren zeigt auch Mut. Also die Vergangenheit zu akzeptieren. Da ist nur die Vergangenheit wieder nach oben gerutscht. Der heißt ja nicht Savan die Vergangenheit. Auch ein interessanter Name, theoretisch. Aber er heißt nicht Savan die Vergangenheit. Ich habe oft daran gedacht. Daran, dass, was wir hier tun. An Char, die die Siegelkugel unterhält, die dem Mond, der nie untergeht, versiegelt. Und an Rose, die immer wieder das Mondkind tötete. Ich bereitete mich auf den Tag der Ankunft des Bösen vor, indem ich ein neues Siegel, Mond oder Mut, und die psychedelische Bombe schuf. Und ich wartete auf diesen Zeitpunkt.
Der Weg zur Vernichtung, den der Schöpfer so hervorgezeichnet hatte, sollte unausweichlich sein. Doch wir, die Wingdies, hielten die Evolution an. Ich habe oft darüber nachgedacht. Darüber, ob unser Handeln wohl gut sei. Das werde ich mich auf ewig fragen. Ich habe Angst. Angst davor, ob ich wohl ich selbst bleiben kann, bis zu dem Tag, an dem mein Körper zerfällt und zu Staub wird. Wird unser Ziel irgendwann im Ziel des Schöpfers Soa aufgehen? Ist alles sinnlos? Du gehst zu weit. Wir sind weder unsterblich noch göttlich. Wir sind einfache Leute. Man sollte einfach in der Gegenwart leben, denn das bedeutet, für die nächste Gegenwart zu leben. So habe ich es gemacht und ich werde mich nicht ändern. Wann kommt meine Herausforderung? Sie bekommt keine. So, ne. Nach der Ansprache will ich doch nicht mehr. Wir haben die Herausforderung der Sechs abgeschlossen. Du bist der letzte Dart. Bist du bereit für die letzte Herausforderung? Okay. Du bist der Letzte. Gieße deinen Mut in die psychedelische Bombe. Shana, ist das eine Illusion? Warum zitter ich so? Es ist eine Möglichkeit für die Zukunft. Das Schwert. Ich kann meinen Körper nicht steuern. Was habt ihr mit mir gemacht? Du musst dein Schwert gegen Shana erheben. Aufhören. Shana ist das Mondkind, das den Gott der Vernichtung gebiert. Und außerdem ist sie Darts Geliebte. Wenn du dein Schwert gegen Shana erheben sollst, was willst du tun? Ich meine, hier war es dann wirklich Shana retten, egal was passiert. Ich werde Shana retten, egal was passiert. Das ist gut. Ja, ja, versuchen sie einen noch reinzulegen. Ne? Erstmal keine Frage stellen, dann auf einmal ist es die erste Antwort. Also, Der Mut, deinem Herzen zu folgen, kann sogar das Schicksal verändern. Savan ist gegangen, um sich die Ergebnisse anzusehen. Hoffentlich reicht unser Mut, um die psychedelische Bombe zu zünden. Sie ist das Ergebnis von tausenden von Arbeitsjahren von Savan. Wir tragen eine ungeheure Verantwortung. Wir haben einen unerwarteten Verbündeten gefunden. Jetzt können wir Sieg an der Siegelkugel erwarten. Wir wissen alle, was das bedeutet, oder? Wenn wir meinen Vater in dieser Stadt aufhalten können, ist die Welt gerettet. Das ist alles. Los, kommt. Savan wartet. Ja, jetzt darf ich nochmal meine Party zusammenstellen, wenn ich das möchte. An sich würde ich sie ja mitnehmen, aber wir machen es halt weiter so. Das passt schon. Um Gottes Willen. Savan, du hättest uns nicht einfach mal mitnehmen können, ne? Nö. Okay. Nö. Perfekt. Lösung gefunden. Alles kein Problem. Und seht, euer aller Mut fließt zusammen. Die neue Zauberkraft kommt ins Leben. Gebt mir eure Hände. Gebt mir eure Hände, um die Welt zu retten. Das ist die psychedelische Bombe? Oh, gütiger Himmel. Es übersteigt die Grenze. Es ist gescheitert. Keine Angst, das ist nicht schlimm. Euer Mut war zu stark. Mein endgültiger Zauber ist nun vollendet. Savan, ich habe endlich den Bau des Mond abgeschlossen. Das war hart. Unsere Mühen werden sich auszahlen. Puh, im Moment befindet sich Zauberkraft vor der Stärke der Siegelkugel. Befindet sich... Ach, egal. Es scheint, als wären wir rechtzeitig fertig geworden. Heißt das, dass wir den Plan meines Vaters vereiteln können? Solange Sieg nicht den Mond zerstört hat. Das passiert nicht, Puh. Der letzte Krake, das stärkste aller Zauberwesen, bewacht ihn, Puh. Wir sollten den Mond sofort aktivieren. Wir legen ein neues Siegel auf den Mond, der nie untergeht. Ja, aber vorher halten wir die psychedelische Bombe X. Ja, die wollen wir mitnehmen, denn sie ist wiederholbar. Das ist
tatsächlich hier mal einen Zauber, wo man sagt, yo, die psychedelische Bombe X ist ein wiederholbares Item. Man kann diesen Zauber unendlich mal benutzen. Und vereint, glaube ich, alle elementaren Zauber, die es gab, wenn ich mich recht entsinne. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch wirklich reingepackt und nicht aus Versehen was Falsches gemacht. Ich darf hier gar nicht nachgucken. Natürlich nicht. Warum auch? Aber ja, sie ist wiederholbar. Hier haben wir nur Multi. Ist wiederholbar. Ist schon sehr, sehr krass, was man hier so nochmal da einfach hingeklatscht kriegt. Wenn man es nicht richtig macht, meine ich. Und damals, als ich das Spiel geholt hatte, hatte ich mir eine komische, inoffizielle Lösung geholt. Da hatte ich es dann auf alle Fälle richtig. Seitdem, die Lösung habe ich übrigens nicht mehr. Seitdem habe ich es aber auch nie anders gemacht. Ich meine aber, macht man es falsch, bekommt man nur eine psychedelische Bombe, wenn überhaupt. Und die ist dann auch nicht wiederholbar. Aber da bin ich mir halt nicht ganz sicher. Da vertraue ich dann auf die Leute, die auch eine Menge über das Spiel wissen, die mir ja gerne Korrekturen reinschreiben. Oder Anmerkungen, je nachdem. Je nachdem, ob ich was total Bescheuertes gesagt habe oder nur eine Frage. Auf jeden Fall die psychedelische Bombe. Sehr, sehr praktisch, wobei ich sie natürlich auch mal wieder kaum benutze, was mitunter auch daran liegt, dass ich A, meine Zusätze trainiere, B, meistens nicht auf Magie zurückgreife. Aber bei Gegnern, wo ich merke, okay, der eine Charakter kann gar nichts, wäre es natürlich nochmal sehr praktisch. Eingesetzt habe ich sie damals aber nie. Außer beim letzten Boss, glaube ich. Da habe ich dann gesagt, na gut. Jetzt habe ich sie so lange im Inventar gehabt. Dann werde ich halt die psychedelische Bombe zumindest auf den finalen Boss mal werfen. Lass mich raten. Ich kann nichts sehen. Oh. So, das geht. Schön. Bin unterwegs, Savan. Ich sammle nur Gegenstände ein. Ich bin gleich da, Kumpel. Ne? So nach dem Motto. 69. 20. Okay, es heißt Hagel des Sticks. Eigentlich heißt es Hagel des Sticks. Und du bist bei 60. Herr Meru kriegt noch nicht mal den letzten Zusatz, weil... Upsa. Weil sie einfach noch zu schwach dafür ist. Ich muss wieder ins Menü, weil ich den Gegenstand wegwerfen darf. Yay! Auf jeden Fall würde ich jedenfalls sagen, sobald ihr die psychedelische Bombe X habt, braucht ihr keinen anderen Zauber mehr drin behalten. Ist zumindest meine Meinung darüber. Muss man nicht so machen, ich mach's halt so. Yes! Ich habe ehrlich gedacht, da kommt jetzt kein Kampf mehr. Alles okay. Ich habe nur wirklich gedacht, okay, fein, ich bin ihm nachgerannt, ich habe jetzt hier keinen Kampf mehr, aber so viel dazu. Kann halt nicht immer so laufen, wie ich das gerne hätte. Aber ja, eigentlich heißt der Hagel des Sticks. Ich weiß gar nicht, ob das da irgendwo auftaucht noch in dem ganzen Text. Götterruf, Ringschlag. Ne. Taucht nicht mal wirklich da unten auf. Also ist schon... Ist von den ganzen Techniken her sehr, sehr merkwürdig. Ba, 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 ba. Weiß gar nicht, haut er mit der Kugel da oder wirklich nur mit dem... scharfen Ende. Oh, wow. Das war mal wieder ein Fail der höchsten Güte. Gut, damit Kongur nochmal drankommt, klar, aber war nicht so gedacht. War eigentlich so gedacht, dass tatsächlich er dann den letzten Schlag macht. Aber ist egal. Okay. Beim nächsten Mal können wir dann die Zauberstadt Arglis interessanterweise beenden. Viel ist da nicht mehr. Deswegen auch dieser Schwächerpunkt hier, an dieser Stelle. Na, wir stellen uns jetzt Sieg im finalen Kampf um die Welt. Habe ich ja gerade einmal gekriegt, kann ich auch damit teilen. Dementsprechend, ich speichere hier, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute.